Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind jetzt auf dem Weg und suchen den Verräter. Jemand hat definitiv die Schurken verraten, Clay. Ich habe einen Ableger des Brackwasser-Clans infiltriert, die Schlammnacken. Aurelia Hammerlock hat einem der Schurken das Eden-7-System im Tausch gegen ein Schlüsselfragment angeboten. Ich weiß nur noch nicht wem. Wenn du nichts mehr von mir hörst, Kumpel, geh vom Schlimmsten aus. Dann bin ich entweder tot oder gefangen. Aber komm mich trotzdem suchen, ich würde das auch für dich tun. Schleichfuß ist ein verrückter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Finde Schleichfuß. Wo ist denn der Kleine? Da hinten? Achso. Ja, super, da waren wir doch gerade. Na egal. Boing. So. Natürlich ist halt die liebreizende Dame Heverlock auch dabei. Au! Was geht denn bei dir schief? Ja, meins auch. Uiuiui, das war auf jeden Fall wieder sehr knapp. Naja, Kohle ist Kohle, aber ich habe zu viel Zeug dran dabei. Oh, süß. So, da ist mein Bär wieder explodiert. Da gibt's nichts Besonderes hier. Lass mich los. Danke. Aber das ist eine Falle. Mach dich. Schleichfuß. Oh Mann. Schnell, in Deckung. Der Verräter hat Schleichfuß als Falle benutzt, um dich zu töten. Vom Himmel! Ich hab etwas gleich für dich! Bringen wir es hinter uns! Ich gehe mal sicherheitshalber hier rein. Meine Belohnung! Ich kann es spüren! Verdammt, dieser Verräter wird bezahlen. Sieh nach, wo Schleichfuß gewesen ist. Seine ID sollte noch da sein. Die Dinger sind unzerstörbar. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von meiner Crew sagen. Uns fehlt nur noch eine ID. Gut, geh jetzt zu den Docks und finde meinen Kumpel Domino. Der beste Scharfschütze von ganz Eden und so höflich wie kein zweiter. Das ist seine Art. Hoffentlich lebt Domino noch. Sind nicht mehr viele Schurken übrig. Es gibt keinen besseren Scharfschützen.
Ja, mal schauen. Die nehme ich auf jeden Fall auf. Da könnt das sagen, was der wollt. Zum Beispiel, ja. Dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Ich sehe dich kommen, Kammerjäger. Clay erwähnte, dass er sich Verstärkung geholt hat. Ich bin an einem sicheren Ort mit Blick auf ein Dock voller KDK. Ich brauche Hilfe, sie auszuschalten. Danach können wir uns unterhalten. Danke. Ich reiß dich in Stücke! Ruhig, Braune. War das schon alles? Nein. So. Er braucht also unsere Hilfe. Schalte diese KDK aus. Ich gebe dir Deckung. Viel Glück. Ein Schritt auf. Eine Kerpe. Für dich kommt der Vorhang. Ich habe ein Was verbergt ihr, Aliensteine? Schreibt hier wer die Punkte mit? Leider nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Die große Kammer. Pass auf, da nähert sich ein Dropship. Bitte geh in Deckung, Kammerjäger. Okay. Vorsicht, irre Bombenleger. Ich versuche ein paar auszuschalten, also wenn es dir recht ist. Ja, ist mir recht. Oh, ich schalte sie jetzt aus. Futter für die Geier! Wieso brennt es hier? Na egal. Dropships kommen den ganzen Tag über rein. Die Kultisten betreiben einen Organhandelring. Sie schlitzen arme Schweine auf und verkaufen ihre Innereien überall in der Galaxis.
Also habe ich einen Scanner platziert, um ihre Lieferungen zu verfolgen. Verflix nochmal, der Schiffsscanner ist im Arsch. Du musst auf den Kran klettern, um das verdammte Ding zu reparieren und in Position zu bringen. Dann kann ich das Schiff orten. Danke. Okay. Mach mal easy. Na, 200 ist jetzt nicht so erstaunlich. So habe ich das aufgenommen. Egal. Oh, warte. Ich habe, glaube ich, einen Kopf. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Vielleicht die Leiter. Aber nur vielleicht. Bam, 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 bam. Gerne, gerne. Bam, 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 bam. Sieh nicht runter, sonst scheißt du dich nur ein. Wieso bist du eigentlich nicht hier oben? Weil hier ist eine viel, viel bessere Position für einen Sniper. Oh, egal. Er blockiert. Tritt ihn oder so. Danke. Ich hasse diese Penner. Und du bist eine echte Hilfe. Noch ein Schiff. Halte sie auf, während der Scanner sich aufwärmt. Nicht, so legst du nicht. Komm und hol's dir. Wow. Oh. Abgeknallt. Also ich brauch, warte, ich nehme einfach meinen Teddybär. Kann ich nicht, okay. Okay. Zu schwach, Schlappschwanz. Wow, dein Streukreis ist auch ziemlich gut. Wo soll ich hin? Soll ich jetzt wieder ganz nach unten? Töte die Kultisten. Na gut. Ich halte der dir voll ghetto-mäßig. Warte. Geschafft! Meine ID liegt in meinem Büro. Clay sagte, du jagst einen Verräter. Viel Glück. Ich bleibe hier und schieße auf die KDK. Einfach so. War nett, dich kennenzulernen. Einfach so. Hehe. So. Wo ist deine ID? Da oben.
Das war zu weit. Aha. Das waren alle IDs. Gute Arbeit, Kammerjäger. Und jetzt zurück zur Schurkenhöhle. Aktivieren wir den Beutefinder. Sobald du diese IDs gescannt hast, sollte der Beutefinder uns direkt zum Fragment führen. Und zum Verräter. Ich muss schon sagen, hätte nie gedacht, dass ich mit dem Beutefinder mal einen Verräter aufspüre. Vielleicht hat Aurelia recht, was Loyalität angeht. Sie gilt immer dem Geld. Ja, naja, bei Schurken ist es nicht so abwegig. Wieso so weit weg? Ja, meine Maus gerade. Zerstört! Richtig. Und jetzt geht's weiter. Geht's hier hoch? Nee. Zu früh abgewogen. Ja, ja, lacht nicht so. Jeder biegt mal falsch ab. So, da hoch. Genau. Gut, gut, gut. Ja, falsch. Richtig. Hey, geh wieder zurück. Wieso sind diese Dinger wieder da? Ist das nicht normalerweise so, dass die erst dann kommen, wenn... Manchmal, wenn Monty gerade Jacobs Geschäfte zu erledigen hatte, hat sein Sohn Wainwright mir den Planeten gezeigt. Der Kleine wollte sicher nicht der nächste Chef werden. Ich habe die Bosse von allen Konzernen getroffen. Und ihr könnt mir glauben, die haben es echt schwer. Das ist wie bei einer Saurianer-Orgie. Überall nur Zähne. Kommen doch eigentlich immer nur neu, wenn man neu lädt, oder? Beziehungsweise die Map neu lädt. Ah, ich bin schon wieder verwirrt. So, aber hier sind keine neuen, oder? Hoffe ich doch mal. Gut, jetzt schieß auf die Konsole. Nur ein Scherz. Mach das bloß nicht. Das ist sündhaft teure Technik. Scanne einfach die IDs und aktiviere den Beutefinder. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in jedem erdenklichen Test. Und ohne weitere, du weißt schon das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Der Beutefinder. Ja, Mann! Holographischer Affe! Ein gut gehütetes Schmugglergeheimnis. Nimm nen Jabba, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so auf Code. Folge dem Jabba!
Umschweife, das war das Wort. Ohne weitere Umschweife. Hab's von einem Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein echter Trottel. Er hatte ein Buch und so. Weißt du, es fühlt sich gut an, wieder im Einsatz zu sein, selbst wenn ich von meinen Leuten verraten wurde. Dieses abgefahrene Wort habe ich von einem Nerd, den ich mal gekillt habe. Hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen, bevor ich ihn erledigt habe. Oh, schnacken. Nordisch. Ich will hier ein bisschen Verstärkung. Ich hole dir, Kamerad. Siehst du das? Ja, der kann nicht. Du hattest so verschämt viel Glück, Bowser. Seite steht, stirbt. Ich komme! Große Kammer! Ich brauche neue Munition! Oh, verdammt! Das war grauenhaft! Mit einer Armee von Jabbern könnte ich den Planeten übernehmen. Ich meine ja nur. Ugg, mein Bruder. Ugg. Was macht der? Mir das Herz. Ey. Alter. Pass mal auf hier, ne? Der bringt mich nicht gleich um. Noch ein Sniper. Ja, aber auch nicht so. 2, 8, ja. Ne. So, was willst du uns sagen? Der Jabba sagt, das Fragment ist gleich da oben. Gut gemacht, kleiner Jabba. Mach dein Ding, Baby. In Ordnung, Kammerjäger. Holen wir das Fragment und finden wir heraus, wer die Schurken betrogen hat. Nein. Ja. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein, ne? Oh. Wie bin ich hier runtergekommen? Ich bin hier durch die Seite geglitscht. Gut. Da drüben. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal zum Ausgangspunkt. Oh je. Ja, und hier. Gut. Das ist ein bisschen ekelhaft. So. Und jetzt bleibe ich mal hier drauf. Oh Mann. Sorry.
glaube, hier kommt gleich ein Endgegner. Warte, da kann ich mal die ganzen Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Also, den da. Bei 7. Wieso zeigt er die nicht an? Ah, jetzt. 2,5. Der ist mehr. 3,7. Das ist 3,3 ungefähr. 3,7, 1. 1+2. 1,1. Okay. Macht er auch mal Damage? Ja, jetzt macht er Damage. Warte mal, ich pack mal meinen Bären aus. Oder klein, warte. Oh! Gut, dass ich ja noch nicht meinen Bären ausgepackt habe. Den werde ich wahrscheinlich gleich brauchen, aber der kann ich ziehen, der Kleine. Das ist echt einfach. Für den brauche ich keinen Bären. Au. Erlangt. Ich wusste, dass du es schaffst, Kammerjäger. Du solltest dich den Schurken anschließen, wenn das alles vorbei ist. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich sollte dir sagen, dass Aurelia mir ein kleines Vermögen geboten hat, um mich gegen Wainwright und euch alle zu stellen. Aber ich habe abgelehnt.
Montgomery Jacobs war wie ein Vater für mich. Und die Calypso-Zwillinge haben ihn umgebracht und Aurelia hat ihnen geholfen. Wenn du und Wainwright sie angreifen wollen, lasst es mich wissen. Und fürs Protokoll, das Geld ist mir scheißegal. Guter Mann. So, wohin? Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gehört, du hast ein weiteres Kammerschlüsselfragment beschafft. Komm zu mir auf die Sanctuary. Aber jetzt, bye.